Grüß Gott, mein Name ist Dr. Angela Claudia. Ich bin Neurologin, arbeite seit ca. 10 Jahren verstärkt mit Syrinx-Patienten. Syrinx-Patienten haben, wie schon der Name enthält, eine Syrinx- bzw. Syringomyelie oder Hydromyelie. Diese Krankheit geht einher mit einer krankhaften Erweiterung des Rückenmarks, die im Halsmark oder im Brustmark des Menschen vorhanden sein kann. Ursachen für diese Erweiterungen können angeboren sein, können entzündliche Veränderungen im Bereich des Rückenmarks sein, Tumore im Rückenmark oder auch Verklebungen, zum Beispiel nach schweren Rückenmarksverletzungen. Die Syrinx-Patienten haben sehr unterschiedliche Krankheitsbilder. Sehr, sehr häufig sieht man bei den Patienten diffuse Schmerzen am Körper, die jetzt erstaunlicherweise nicht mit der Höhe der Syrinx korrelieren müssen, sondern wirklich ganz über den Körper verteilt sein können. Sehr häufig treten auch Empfindungsstörungen am Körper auf, vor allem Temperaturempfindungsstörungen. Das heißt auch, dass die Patienten zum Beispiel ein wesentlich erhöhtes Risiko oft haben, sich bei heißem Wasser zu verbrennen, die dann einfach nicht mehr abschätzen können, wie heiß das Badewasser oder Duschwasser ist, weil man es einfach nicht mehr spürt. Bei manchen Syrinx-Patienten kommt es im Laufe der Erkrankung auch zu Bewegungsstörungen, zu Gleichgewichtsstörungen bis hin zu Lähmungen, aber auch sehr, sehr häufig zu Sehstörungen, Störungen im Bereich des Hörens und sogar des Schluckens und Sprechens. Die Krankheit ist, je nachdem, welche Ursache sie hat, mehr oder weniger gut behandelbar. Sehr häufig ist es leider so, dass man lediglich die Symptome bei den Syrinx-Patienten behandeln kann und nicht die Ursache der Syrinx.